Und damit willkommen zurück hier in Mordor. Ja, wir haben ja gesagt, Ausgestoßene und dann noch ein bisschen sammeln. Und dann schauen wir mal, vielleicht gucken wir uns in der nächsten Folge sogar schon den nächsten Hauptauftrag an. Das heißt sogar schon, es wird irgendwann ja auch mal Zeit, ne? Zack. Oh, ihr habt mich schon gesehen. Das ist aber doof. Zack. Jetzt habe ich mich tatsächlich hauen lassen. Wie gemein. So. Zack. So, zwei sind es noch, ne? Ah, wie ging denn das mit dem am Boden? Ich weiß es nicht. Huch! Wo kommt ihr denn alle her? Ist er jetzt gerettet? Er ist nicht gerettet. Er ist nicht gerettet. Warum sind es überhaupt schon wieder so viele hier? Ah. Jetzt kommen wieder die Dicken her. Der war gut. Das hat super gut funktioniert. Beide Dicken mit einer Hinrichtung rausgehauen. Dürfte es nur noch der hier sein? Nein, ist er natürlich nicht. Oh Mann, was ist denn hier los? Oh. So. Ich zeig dir, wer hier leidet. Du leidest nämlich, nicht ich. So, und jetzt leidet dein Freund. Zack. So, immer feste drauf, immer feste drauf. So. Das hat etwas gedauert. Ich konnte nicht länger laufen. Moment. Bitte. Hier unten, der ist neu. Da drüben ist wieder einer aufgeploppt. Ah. Ah. So, da oben sind wir. Wir gehen aber trotzdem erstmal hier lang. Und sammeln noch ein bisschen Ifridinsaft. Die Orks schinden ihn zu Tode. Wir sollen den Vater retten, die Trunkenbolde retten. Also was würden die nur ohne uns machen? Wir müssen hoch in die Festung, oder? Ja, da oben. Na gut, Klettertour. Sehr gut. Besser kann man es nicht legen. So. Ach, Aret. Ach, Aret. Ach, lache nett. So, dann haben wir hier drüben gleich noch irgendwo... Oh, Elbengeschosse. Ne, wir haben hier drüben noch irgendwo ein Artefakt. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Warum? Ich habe ihn. Ich
ich mich mir wohl nur eingebildet. Bleibt wachsam. Sicher Blöd. Ist sicher. Ich hätte natürlich gerne hier die Wespen freigelassen, aber man lässt mich nicht. Scheiße. Das wird blöd. Ich weiß nicht, wo das... Deine Schreie werden so schön klingen. Zumindest für mich. Für dich wohl eher nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Nahrung Sturmbringer zum Hauptmann gemacht haben. Ich denke ja, oder? Es sollte, wenn mich nicht alles täuscht, der gewesen sein, der uns beim ersten oder zweiten Häuptling da umgehauen hat. Als wir noch nicht wussten, wie es geht, als wir jung und unerfahren waren, ihr wisst. So. Ah, er kommt trotzdem gefallen, sehr gut. Die nennen sich Hauptmänner? Dieses Pack kann doch nicht einmal seiner. Das war nicht die beste Aktion. Haben wir zumindest ganz schön Aufsehen erregt und konnten deshalb unser Artefakt nicht holen, was ein bisschen blöde ist. Das war voll die gute Idee, hier unten den Köder reinzuschmeißen. Oh, wer macht denn sowas? Aufgesammelt. So. I achota ifon. I muss weg. So, den nochmal eingeloggt. Dann machen wir hier gleich nochmal irgendwo hoch. Hep. Mach jetzt hier die Wand hoch. So, 80 Fuß nach unten. Keine Elbengeschosse, na supi. Gehabt euch wohl, bis später dann. Nein! Oh, dümmer Ding ist nicht. Ich hab ihn gefunden! Wo ist... Ah, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Nee, das ist eine Heilpflanze. Der hat ganz schön weh getan. Komm hier hoch. Die schießen uns noch weg. Wir müssen hier rein. Sehr gut. Wieder einer weniger. So, das hat sogar wunderbar funktioniert. Ist
ist das Artefakt? Es muss hier irgendwo sein. Habt ihr das gehört? Hilfe, ein Karago! Wir verschwenden unsere Zeit. Ich habe die Suche satt. Vor allem werde ich still. Und ich hab's gefunden. Ah, es hat ein Stück gedauert. Ach, ist das schön. Ach, ein rostiges Horn. Es hat sich so gelohnt. Dieses Horn verkündete gegen Ende des zweiten Zeitalters den großen Sieg der Streitkräfte des letzten Bündnisses in der Schlacht von Dagorlad. Es blies als Widerstand gegen den Mund des großen Gebieters, gegen eine Armee von über 300.000 Orks und gegen die dunklen Herrscher persönlich, den dunklen Herrscher persönlich, der die gegen die Menschen und Elben versammelten Streitkräfte anführte. Sein Ruf erscholl zum Angriff über die Schlachtebene und begleitete die Gefallenen, jene unglücklichen Seelen, die dazu verdammt sind, auf ewig die Todessümpfe heimzusuchen. Ah, Moment, ich muss die Erinnerung finden. Gefunden. Sie sagen, der Feind ist an der linken Flanke am schwächsten und dass die Zwerge dort den Feind zermalmen werden. Vielleicht können wir dann endlich diese stinkenden Sümpfe verlassen und nach Hause gehen. Gestern hat der Feind Verhandlungen angeboten. Wir sahen einen Botschafter davonreiten. Ein schreckliches, schwarzes Monster auf einem schwarzen Pferd, der von zwei gewaltigen Menschen mit ebenso schwarzer Rüstung flankiert wurde. Es war ihnen nicht gestattet, in unsere Nähe zu reiten, weil man befürchtete, sie würden unsere Stellungen auskundschaften und sie an ihre widerlichen Herren weiterreichen. Stattdessen wurde eine kleine Gruppe Menschen und Elben ausgesandt, um sich mit ihnen zu treffen. Wir konnten nicht hören, was sie besprachen, aber es wird keinen Frieden geben. Das Gerücht hält sich hartnäckig im Lager. Sie berichteten, dass sich der Mund des Botschafters verdunkelte und Saurons Worte in ihm brannten. Außerdem bereitete es dem Botschafter große Schmerzen. Er hätte wohl nur Versklavung und Folter versprochen. Ich bin geneigt, dem Glauben zu schenken. Ich komme nicht umhin zu glauben, dass wir es nie bis nach Mordor schaffen. Dort erwartet uns nur der Tod. Na Mensch. Da ist mächtig was los in Mittelerde. Mir juckt vor allem die ganze Zeit die Nase. Ach so, wir sind ja noch mitten im Kampf. Ich muss erstmal hier irgendwie wieder ein bisschen weg. Genau, dahin muss ich. Er sagte, er hätte in den Totensümpfen Geister gesehen. Ich glaubte, er sah nur seine eigene Angst. Die schlaflosen Toten, die Schattenmenschen, die Verstorbenen. Mordor ruft sie alle. Erstmal muss ich hier raus, bevor Mordor hier irgendwen oder irgendwas ruft. Habt ihr das gehört? Hier ist nämlich super viel los und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ist ja nicht so, dass wir noch genug zu tun hätten, wa? So, da war ein Pflänzlein. Wer von euch hat diese kleine Kreatur aufgespürt? Zup. Es hat sie doch einer geschlürft. So, Heilung für mich. Und da oben ist unser Auftrag. Du bist mir egal, denn ich habe hier oben was zu tun. Trink! Diese Sklaven haben ihr Leben riskiert, um den Grog ihrer Herren zu stehlen. Ich kann mich auch doof anstellen. Als Strafe erwartet sie nun der Tod. Befreie sie von ihren Fesseln. Hier stinkt es vor lauter Menschenpack. Wo sind sie? Ah, da sind sie. Generell ist hier viel los. Wenigstens greifen uns die Bienen nicht an, wie die Karagor. Verwaschen? Habe ich mir spektakulärer vorgestellt. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. Du weißt doch noch gar nicht, dass ich hier bin. Ganz ruhig, Brauner. Mozu und Tumhorn haben sich wieder in die Haare gekriegt. Dieser Dummkopf Tumhorn lernt es nie. Warum versuchen? War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. So, die Arbeit.
Nein, lass mich doch einfach fallen. Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Natürlich befreie ich ihn. Danke. Aber nicht wieder Grogklauen. Lasst uns nicht im Stich. Ich könnte die auch retten, indem ich die Grogfassung vergifte. Danke, Waldläufer. Aber das ist warum ja langweilig. Stehlen, Sklave? Zack! Doch ein Schlaf, den du willst. Hey, Respekt! Wir decken deinen Tod. Das war gar nicht schlecht. Das war für den einen Schlag, der nochmal gegeben hat. So. Sehr gut. Und danke, ich verpiss mich wieder. Der Grog war es nicht einmal wert. Ja, ach. Hat geschmeckt wie nasses Zwergenhaar. Ich hab ihn gleich erwischt. Leuchtfeuer. So, euer Leuchtfeuer wird euch gar nicht nützen, denn dann bin ich schon längst weg. So, bin ich hier hinten? Da ist noch ein Artefakt. Hat sich hier jetzt mehr aufgetan, kann das sein? Da hinten? Zu mir ist so, wie wenn die Armee vorher schwarz war. Haben aber auch nichts umgestellt. Naja, was auch immer. So, ich muss in diese Richtung. Oh! Der Waldläufer! Naja, er kriegt mich nicht. Tötet den Tal! Empor! Nächstes Mal, so, wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Und das die beste Idee ist. Wenn ich die Wahl hätte, ob ich ein Schütze oder Jäger sein sollte, würde ich Jäger. Ja, das schien wirklich jetzt nicht das Ding gewesen zu sein. Was ich nicht alles kann. Was haben wir hier gefunden? Ein graviertes Götzenbild des Morgoth. Vor Numenors Untergang veranstalteten die Priester und die dunklen Akolyten in den Tempeln Opferriten für seltsame Götter. Die Götzenidole wie diese wurden öffentlich angebetet. Dieses Idol symbolisiert Morgoth, den ersten dunklen Herrscher von Mittelerde, und er wurde wahrscheinlich von Missionaren auf das Festland gebracht, die seine abscheuliche Botschaft verbreiten wollten. Na, Morgoth, wo hast du deinen Punkt versteckt? Unterm Röckchen? Ne. Morgoth. Hä? Auf der Platte, natürlich. Tarrasson, ihm wurde wahrlich das Blaue vom Himmel versprochen. Und was bekommen wir? Krieg! Steuern! Menschenopfer auf dem Marktplatz. Tag und Nacht kann ich die Schreie hören. Und wir sollen dieses widerliche Biest auch noch verehren. Der große Baum hält als Brennholz her. Des Königs Kopf ist mit Lügen gefüllt von seinem Ratgeber, dem Gefangenen in Ketten, Sauron, dem nun ach so edlen Sauron. Elendil hat recht. Numenor ist verloren. Die Schiffe können uns nicht schnell genug von diesem Leichenhaus fortbringen. Alles klar. Jetzt wissen wir, was vor Sauron passiert ist. Schau. Wir könnten aber mal kurz gucken. Morgoth. Was unsere Verbesserungen so bringen. Einen Fertigkeitspunkt haben wir noch nicht wieder. Aber ich dachte, hier hat sich was getan. Wir können nämlich jetzt das letzte, die letzte Gesundheitsaufwertung kaufen. Und das machen wir auch. Die wollten wir uns ja zusammensparen. Und ansonsten können wir uns in Zukunft jetzt dann auch den Waffen und Fokus, Elbengeschosse, naja, Elbengeschosse werden gar nicht schlecht.
Die Runenplätze, müsste mal gucken, was wir für Runen haben, ob sich das lohnt oder nicht. Wir können mal nach Runen gucken. 40% Gesundheit, wenn die Trefferserie 30 erreicht. Die Gesundheit vollständig zu regenerieren, die war richtig gut. Erhöht den Nahkampfschaden, die war auch gut. Gegnerischen Nahkampfschaden, wird nicht zu toppen sein. Nein. 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 17%. Wir haben was gewährt Zugriff auf die legendäre Waffenfähigkeit von Orphael Sturm. Wir haben schon 3 epische Runen. Moment, gewährt Zugriff auf die legendäre Waffenfähigkeit von Orphael Sturm. Heißt das, wir haben alle Aufgaben erledigt von dem? Das ist gut. Bei letzter Chance Erfolg werden Fokus und Elbengeschosse vollständig wiederhergestellt. Die ist blöd. Aber die müssen wir quasi ja schon fast nehmen. Das stellt alles Fokus wieder her. Die Frage ist, welche kommt weg? Die Trefferserie über 30 vollständig Gesundheit zu regenerieren ist eigentlich gut. Erhöht den Nahkampfschaden bei mittleren Trefferserienwerten. Das ist auch super gut. Aber das denke ich auch. Na, aufgepasst. Das da kostet ja nochmal. Wir gucken erstmal, was wir noch so haben. So, bei Aufzehrung oder Brandmarkung Elbengeschosse erhalten. Reduziert den Fokusverbrauch, gut. Reduziert den Fokusverbrauch haben wir ja auch nochmal, das konnten wir nicht stapeln, da war ja was. Gesundheit ist Quatsch, stellt Fokus wieder her. Fokus ist gar nicht verkehrt, aber Schattenangriffe machen wir nicht. Bogen passt noch. Und der Dolch, eins mit einer Naturbotschaft stimmen. Ochsen Angst zu versetzen ist nicht zwangsläufig gut. Außerdem haben wir da schon die nächstbessere Rune. Chance von 49% bei jeder Aufzehrung 50 Gesundheit zu regenerieren, muss auch nicht zwangsläufig. Elbengeschosse bei jeder Tötung mit terrorisieren. Wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. Hauch des Lichtes von Lorm Menschenjäger, die müssten wir ja eigentlich nehmen. Stellt bei einer Schleichtötung 18% Gesundheit wieder her. Auch nicht so pralle. Stellt bei einer Schleichtötung 70% Fokus wieder her. Ja, stellt Fokus wieder her. Na gut. Wir nehmen die hier. Aber bei dem Schwert muss man ganz dringend was tun. Und zwar gucken wir mal, was wir da ausgeben müssen. 380. Das ist ein Witz. Der erste dunkle Herrscher von Mittelerde. Der große Feind. Sauron war sein Diener. Er war ihm treu ergeben bis zum Ende und darüber hinaus. So. Die Zeit sagt, wir sind schon wieder drüber. Und deshalb gucken wir uns ganz kurz an, was wir nächste Folge machen. Wir brauchen 380 für die Schwertaufwertung, dass wir diesen Orphael-Sturm da haben können. Das möchte ich bitte, bevor wir weitermachen mit Hauptaufträgen, auch noch tun. Ach, wobei mich das reizt, hier einfach alles mitzunehmen, wenn wir einmal hier unten sind. Ach. Nehmt ihr mir das übel? Es wird vielleicht noch 2 Folgen dauern. Aber wir sind jetzt einmal hier quasi auf dem Weg, müssen das hier nur noch abfrühstücken. Und dann sind wir eigentlich durch mit den Nebenquests. Ich guck mal, wie nächste Folge die Lust steht. Bis dahin, erstmal haut rein, ciao.